Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider von eurem Baxter. Wir schauen nochmal schnell in das Basislager rein, aber wir können hier nichts mehr herstellen. Tja, was machen wir? Gehen wir weiter oder gehen wir zurück? Ich würde sagen, wir gehen weiter und schauen einfach, was passiert, wie das Spiel sein Ende findet oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel uns noch erwartet, aber ich bin mal sehr gespannt, was uns hier alles noch erwartet. Wir gehen hier nach links und werden zusehen, dass wir darüber springen. Yeah! Ganz schön weite Sprünge, die unsere Lara immer noch macht. Sie ist immer noch nicht müde. Jawohl. Oh, hier noch ganz hoch springen. Oh Mann. Mein Lieber. Allein, Ivy. Ich habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seelen. Konstantin. Shit. So kann ich ihm nicht schaden. Ja, so kann ich ihm nicht schaden. Aber wie soll ich dem schaden? Ich glaube nicht, dass ihr damit trifft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment! Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Tja. Funktioniert. Und feuern! Und los geht's! Mein Gott, das hat geklappt! Ich hab sogar getroffen! Ich kratze ab! Ich hab beim ersten Mal gespielt! Verdammt! Schick deine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Ich will sie auch tot sehen. Nur wo gehen wir hin? Können die jetzt hier rumkommen? Ja, können sie. Wir werden angegriffen! Wir versuchen, dieses Schwein loszuwerden! Wie können... Ihr müsst sofort da weg! Nein, wir führen diesen Kampf zu Ende! Wie geht denn das, dass sie durch die Wand schießen? Schnell wieder hinter der Wand verstecken. Jawohl, nachladen. Wir nehmen mal die Giftpfeile. Der stirbt auch gleich, jawohl. Gehen wir hier hoch. Ich hoffe doch, dass wir auch hochkommen, jawohl. Zack, mit dem Pfeil ab, nein, ins Kinn. Yeah. Wo stehen die anderen? Seht ihr noch welche? Pass auf, Lara! Er ist auf dem Weg zu dir! Oh oh! Ich bin noch nicht fertig! Meine Waffen sind nutzlos gegen uns! Zeit, Lara! Wir laden nach! Ja, aber wo soll ich mich verstecken? Vor so Heli. Ja, ich muss mich erstmal heilen. Das mache ich auch. Ich bin bereit. Los! Und los geht's! Kein Glück. Nochmal, Sophia. Bereit machen. Wir laden das Katapult nach. Moment! Ja, ladet das Katapult nach. Ich bin Befehl, Lara. Wir sind schussbereit. Ich bin bereit. Los! Alles klar. Los geht's! Jawohl. Getroffen diesmal. Gleich nochmal heilen. Und gleich nochmal plündern. Wow, von da kommen zu viele. Von da kommen zu viele.
So, mal schnell hier nachfahren und nochmal heilen. Und Alter. Mann, 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 das Ganze. So, hierhin wenigstens. Den steckt immer alles. Schnell hinter der Ecke. Schnell hinter der Ecke, jawohl. Geheilt habe ich mich. Ich glaube, eine Schwierigkeitsstufe höher. Und ich hätte ja kläglich versagt. Wir nehmen mal das hier. Oh Mann, weg hier. Ah. Mann, also ich habe hier die richtige Technik, habe ich hier noch nicht raus. Gar nicht, um genau zu sein. Okay. Schnell weg hier. Hallo. Schnell. Oh, hier unten ist ja auch noch was. Mensch. Jetzt aber. Gnadenstoß, jawohl. Oh nein, wieder der Heli. Ich kratze ab. Bringen wir's zu Ende. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Sind gleich bereit. Oh, was will ich denn da oben? Da hoch war nicht so günstig, habe ich das Gefühl. Richtet das Gegengewicht neu aus, ja. Ey, du musst ja weg. Willst du nicht, hinterm Holz zu sein, ist glaube ich nicht ganz so günstig. Okay, wir sind bereit. Auf ja, ich aber nicht. Getroffen, auch wenn ich den ersten vorbeigeschossen habe, habe ich Gott sei Dank dann noch getroffen. War das jetzt der erste Heli? Der zweite? War der dritte sogar? Es hat Gott sei Dank später gespeichert. Oh oh. Oh oh. Sehen die mich? Ich hoffe nicht. Mann, du, ich wollte doch unentdeckt bleiben. Ich wollte einfach unentdeckt bleiben und es ging nicht. Er brennt, aber das Brennen bringt mir jetzt nicht allzu viel. Obwohl, gleich der erste, den ich so getroffen habe. Gott sei Dank. Alles mitnehmen hier. Ich sehe nichts. Wo sind sie? Stimmt doch. So, jetzt habe ich den schon mal. Hallo. Töte den jetzt. Komm. Oh
Moment, das ist wirklich, also... Jetzt rennen wir hier lieber hin. Hallo, tötet den... Mann, du! Manchmal da tötet er den sofort. Finden Sie den Ausgang? Naja, klar finde ich den Ausgang, hoffe ich. Erstmal aber alles hier nachladen. Die Giftpfeile habe ich noch. Brandpfeile kann ich noch ein paar bauen. Oh, das war wieder ein halbes Schwierigkeitsgrad höher und ich hätte es nicht geschafft, auf alle Fälle. Das ist aber, ja, vielleicht dem geschuldet, dass ich nicht allzu oft solche Spiele spiele. Oh nein! Jetzt kommt der auch noch. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine... Obwohl, ja. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Da! Kommen Sie raus! Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals... Oh, weil ich zu spät geworfen habe. Mensch! Ja, nochmal. Genau. Nimm mir nochmal einen Bogen weg. Und da ich jetzt gar keine Waffen oder was? Das wird nicht gehen. Nee. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort soll hier begraben werden. Geht er so? Kann ich den auch so besiegen? Ich glaube nicht. Kämpfen Sie mit mir. Verstecken Sie sich nicht im Schatten. Ich glaube nicht, dass es so geht. Ja, so geht's nicht. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonas sterben sehen? Eine Bauchwunde ist ein hässlicher Tod. Stille. Boah, habe ich jetzt nicht. Mann, du. Da komme ich nicht lang. Verblutet er noch irgendwo vor sich hin, während Sie sich vor mir verstecken? Eieiei. Hier haben wir das. Warum umgeben Sie sich mit Leuten, die schwächer sind als Sie? Weil ich's kann. Blöder Wichser. Ich treff dich nicht. Wieso treffe ich dich nicht? Hallo. Hergestellt auf jeden Fall. Wo ist er? Ich kann sie sehen. Weg hier, weg hier. Einmal muss ich noch da damit treffen. Nein, mein Schicksal liegt. Irgendwie muss ich dich. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Ich sehe sie nicht. Wissen Sie, Sie sind stärker als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie. So, jetzt müssen wir hier mal ein Stück weg. Ja. Wo ist denn jetzt hier? Ich brauche noch so eine Dose. So eine Dose, schnell. Da war doch eine. Hallo. Jetzt habe ich die Dose. Er war ein genialer Kopf. Oder auch nicht. Alter. Ich werde das doch wohl noch schaffen hier. Hallo. Trinity hätte ihn groß machen können. Glauben Sie, ich sehe es hier nicht? Ja, das glaube ich. Tatsächlich. Tatsächlich glaube ich das. Jetzt aber. Jetzt aber, bitte, bitte. Boah, geschafft. Gib mir meinen Bogen wieder.
Jawohl. Das war's, Onkel. Fertig bist du. Du bist jetzt fertig mit der Welt. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Lügt mich ja nicht. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Das reicht. Fahren Sie zur Hölle. Und jetzt blind richtig noch aus. Betreten Sie die Kammer der Seelen. Und auf geht's in die Kammer der Seelen. Auf nach oben. Auf nach oben in die Kammer der Seelen. Wir schauen mal kurz auf die Map. Da ist natürlich nichts zu sehen. Aber ich will nicht durch so Spalt gehen. Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Oh oh. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Aber ich nicht. Mit einer normalen Pistole kommst du gegen die nicht groß an. Bitte. Gegen die Unsterblichen. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Was passiert hier? Ist er jetzt gleich gestorben? Nein! Schon okay. Tut mir leid. Töte ich den jetzt aber mit? Irgendwie töte ich alle da damit. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid.
Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Oh oh, er löst sich in Luft auf. Und weg ist er. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Okay, das war's. Rise of a Tomb Raider hat ein würdiges Ende gefunden. Ich konnte den Namen meines Vaters nicht reinwaschen, aber wir haben zumindest die Geschichte beendet. Sie wurde auf jeden Fall schneller beendet, als ich es vermutet hatte. Es ist ein sehr kurzweiliges Spiel gewesen irgendwie. Ich könnte natürlich jetzt noch zurückgehen, vielleicht, und noch 100% machen, aber ehrlich gesagt, so richtig, also außer grafisch ist das Spiel, finde ich das immer noch eine extreme Messe, aber jetzt zurückrennen und da überall 100% machen, das ist nicht meins, dann lieber eine andere Story anfangen, eine andere Story spielen. Das nächste Spiel, was ich wohl spielen werde, wird Skyrim sein und voraussichtlich Darksiders. Mal sehen, wahrscheinlich im Wechsel eine Folge. Einmal das, einmal das. Vielleicht schaffe ich es auch ab und zu mal, dass zwei Folgen gleichzeitig hochkommen, also Darksiders und Skyrim. Und das soll es auch gewesen sein und wir sehen uns bei einem weiteren Let's Play auf unserem Kanal von Barockers Gaming. Bis bald, euer Baxter.